Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Landwirtschaftssimulator 2015 auf unserem Multiplayer-Server. Wie man sehen kann, auch hier haben wir schlechtes Wetter, schönen Schneesturm, doch die Arbeit muss getan werden. Und da die anderen auf Abwägen sind, in der schönen Adventszeit, Geschenke kaufen, was auch immer, bleibt dann die Arbeit mal wieder beim Spidey bei mir hängen. Und ja, wir können nicht viel machen. Wir haben uns mal so zwei ganz, ganz, ganz kleine Gruber geschnappt, wie man hier so schön sieht. Und wir machen es jetzt mal gemächlich aufs Feld 12 und schauen mal, was wir so runterreißen. Da würde ich dich bitten, fahr mal vor. Dann schauen wir mal. Schau mal. Na, hallo, Ronny. So, dann hauen wir mal. Fahr doch mal Vollgas, du Junge, du. Ist wie Fahrradfahren, verlernt man nicht. Jetzt sehe ich gerade, wie so ein Avira-Hintergrund-Scheiß aufploppt. Alles Viren verseucht hier. Der ist immer automatisches Update, immer um 20 Uhr abends. Durchsucht er meinen PC nach irgendwas Neuem, auf welchen Seiten ich mich wieder rumgeschlichen habe. Genau. Was für Dingern? Aber wenn du das sagst. Vorsicht, beide nicht von der Straße abdriften, es ist glatt. Siehst du diesen 2 Meter hohen Schneeberg hier? Ja, ein bisschen ruckelt, das merkt man. Ja. Oh, hier war die Feldeinfahrt. Ey, du kannst nicht mal blinken? Zurück, zurück. Okay. Ja, gut. Nee. Ja gut, ich habe nur gesehen halt, was nehmen sie denn fertig. Da hält man auf Feld 3 und Feld 11. Der Rest ist überall irgendwie noch mit Fruchtsorten drauf. Nee, ich habe das Video mal angeschmissen. Oder wir können runter zum Feld 20 tuckern. Weiß ich, also da ist jedenfalls noch drauf als. Okay, ja. Liebe Zuschauer, wir machen es auf Feld 15. Ich gebe Nitro. So, Feld 15, wo muss ich denn hier? Irgendwo hier rein? Gibt es hier einen Feldweg? Ne, da müssen wir zum Hof wieder zurück. Ah, okay, so fahren wir, ja. Okay. Fahren wir mal kurz wieder zurück. Ah, ja. Die paar Minütchen hier ist halt so. Ist halt Schneesturm, kann man sich mal verfahren. Ja, ich blinke im vollen Nein. Die haben wir doch kein Geld für gehabt. So, ich blinke. Jetzt ganz, ganz gemächlich rumdriften. Yeah! So, wo müssen wir jetzt weiter? Noch ein bisschen. Oh, Feld 15 hast du aber mal. Hast dir aber ein großes Projekt vorgenommen. Ja. Jupp. Macht ihr der Ballen raus? Nein, ne? Ach ja, okay. Ja gut, wir hätten noch was verkaufen fahren können, aber gut, jetzt machen wir das. Weil hier so riesen Berge sind, guck das mal. Oder das sieht bei mir nur irgendwie gerade so aus, wer weiß. Wer weiß das schon. So, hast gesagt Feld 20, ne? Feld 20? Okay.
Okay, fällt 20 für ein bisschen kleiner, ne? Ja. Naja, ich bahne mir einen Weg dorthin. Nein. Hast du gesoffen? Oh ja. Ist das... Also ich halte mal vorsichtig an. Okay, 21 wäre auch... Ja, wir fahren einfach mal hier quer hier rüber. Dann können wir ja gucken. Wie weit das ist. Man hat echt eine super Sicht hier, ey. Bei diesem Wetter. Man sieht einfach mal gar nichts. Synchron um die Insel rum. Wunderschön. So, haben wir eine Feldausfahrt? Nö, nirgends. Ist da eine? Ach, da ist eine. Ja. Der macht alles auf einmal hier. Moment, ich muss erstmal. Hast du hinten eine Geräteauswahl? Ich auch. Ja, ich war nur gerade ein bisschen irritiert. Ui, der zieht aber ab. Ja. Gut, hat ja auch nicht hinten, hat hinten ja gar nicht so viel dran, ne? Die Großen. Das stimmt. Aber es ist schon krass, ey, die Arbeitsbreite hier ist echt. Wow. Das ist eigentlich normalerweise, was wir von einem Gruppe haben, hier die Arbeitsbreite, ne? So ungefähr. Naja, von dem, oh Gott. Ja, hier mit dem K700, weißt du? Der zieht das Dreifache hier. Ja, ist schon süß. Ich wollte nur mal gucken, wie das so beleuchtet ist hier drin. Okay, gefährlich hat er nicht. Uiuiui, jetzt geh. Da. Ich weiß es nicht. Ich hab. Was für eine Taste? Hä? Nein, ich hab ihn noch. Aber ich hab eigentlich auf F gedrückt. Aber irgendwie hat er gesagt, ne, ja. Ja. V und F kann man. Man kann sich ja schon mal verschreiben, ne? Ja, dann. Ja. Ich war gerade echt verwirrt gewesen, ob Alter so abging. Oh, dieser Rückwärtsgang, ey. 7 km/h. Wow. Ja, habe ich ja gemacht, habe ich ja gemacht. So, okay, jetzt nochmal. das heißt, jeder zweimal rum. Gut. Na gut, wir haben ja. Richtig. Ich will ja gleich noch, wenn wir ein bisschen näher zusammen sind, mal einen schönen Screenshot nochmal machen. Weil ich das. Ich finde, ich feiere ja gerade das Wetter, das ist so ungewohnt. Normalerweise haben wir beim besten Wetter gearbeitet und jetzt hier sowas. Ja, ich sehe dich in der Ferne ein bisschen. Ruckelt das eigentlich wegen dir mit dem Licht? Ja. Ich habe das Licht einfach mal angemacht, weil es einfach authentischer, finde ich, ein bisschen aussieht. Ich weiß ja gar nicht so viel, ob das was ausmacht. Jetzt hast du Licht angemacht, ne? Ja, am Anfang ruckelt das immer und dann bessert sich das normalerweise. Normalerweise. Nö, gerade nicht. Entscheide dich. Da willst du ja Morsezeichen geben.
Jetzt entscheide dich. Wieso? Ich habe hab schon lange nicht mehr. Ach so, war ganz Auflassung. Ja, da sind wir ja schon einmal rum. Gut, dass das Feld so klein ist. Da hat man aber was getan hier. Dachte ich, bevor ich gleich mal wieder in meinen tiefen Weiten von Star Wars abdrifte, war ich noch eine Kleinigkeit. Deiner neuen Show abtaust. In meiner Freak-Show. Da war ich heute auch schon aktiv gewesen. War ich noch zu. Passend zum ersten Advent habe ich mir meine Zipfelmütze gegönnt oder aus dem Schrank rausgekramt und die bisschen ausgestopft und dann bin ich steil gegangen. Naja. Aber komischerweise am Sonntag haben sich die ganzen Freaks ein bisschen zurückgehalten, also man hat nicht so viel gesehen, was man sonst unter der Woche so sieht. Das ist verwunderlich. Also man merkt ja wahrscheinlich, dann haben doch die Leute, die da unterwegs sind in der Woche, wahrscheinlich nicht so viel zu tun, wie sie am Sonntag zu tun haben. Oder die, keine Ahnung, Frau, Kind, was auch immer ist zu, daheim. Glühwein. Ich war gestern halt auf dem Weihnachtsmarkt. Ach, Strafen 3. FE will kommen, wir müssen ausnüchtern. Genau. Oh, ich hatte gestern auch echt einen schlimmen Rhythmus gehabt. Ich hatte gestern Frühschicht um 4 Uhr aufgestanden. Und dann, ja, von 5 angefangen zu arbeiten bis 1 oder 1 Uhr, ja. Dann noch zu Hause was gemacht, dann noch 4 Stunden bis 8 Uhr gepennt. Ja, und dann. Und dann, also bis 8 Uhr abends und dann nochmal bis 4 Uhr nachts auf gewesen. Irgendwie war der Tag gestern. Weiß nicht, der Tag war irgendwie seltsam strukturiert. Ja. Richtig. Ah. Ja, Ronny, wie gefällt's denn hier so? So Zwischenfazit von dir mal. Ach so, um hochzukommen, ne? Ja, richtig, richtig. Wenn man vom Teufel spricht, der. Was? Ich habe gesagt, wenn man vom Teufel spricht. Gar nichts. Stellst das GPS gerade ein? Lass mich arbeiten. Seit heute. Naja, wirklich. Das war einfach nur ein Scherz gewesen. Wenn du mir nicht glaubst, das kannst du dir im Video angucken. Nicht live, aber im Video. Also ja, live in dem Sinne, ja. Kurz Pflichtarbeiten erfüllen hier mit dem Spidey, dass man sieht, dass wir doch wieder was getan haben. Keine Sorge, das schneide ich raus. Nein, Quatsch. Andere Projekte. Sisi. Oder Star Wars. Okay. Oder Star Wars oder was auch immer. Ja, also ich fange mal auf der langen Seite mal an. Diese kurzen Bahnen, die mache ich mir am Ende.
merkst nicht den Euphorismus, den wir haben, wie wir uns freuen, innerlich zerrissen sind davon. Ach. Als ob ich irgendwann was schenke. Ich hab mir eine große Schleife gekauft. Naja, warum nicht? Ich meine, meinst du aus Auto gefallen das mal? Ich bin irgendwie auf Halt, sag mein Schatz, kannst auspacken. Hat eh was Persönliches. Ja, ja, ich meine, wenn du dann was mit dem Radfahren rüberkriegst, dann ist es auch was Persönliches. Sicher? Ah, okay. Probier ich mal aus. Einziger Haken ist, ich habe keine Freunde, also geht das da doch nicht. Ja, ist ja gut, Chef. Ich habe eben Gedanken geschrieben. Das willst du jetzt wieder wissen, weißt du? Andi, das möchte ich jetzt nicht wissen. Absolut nicht. Also es gibt einfach Sachen im Leben. Die möchte man nicht wissen. Ja, ich weiß. Aber man ist halt von Natur aus neugierig, ne? Ja, klar. Man fragt dann halt irgendwo mal nach. Ja, ja klar. Und natürlich dann solche Sachen dabei rauskommen. Ja, dann ist es halt so. Dann muss man mit irgendwo mit leben. Ich bin enttäuscht, Andi. Ich bin enttäuscht. Jetzt geht's aber los. Nö. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Ein. Okay. Ich glaube, es wollte nur morgen Vormittag oder im Laufe nächster Woche Vormittag irgendein auch ein neuer noch mal kommen, ein bisschen quatschen oder sowas. Ne? Wie der heißt, keine Ahnung, hab den Namen vergessen. Gucke ich gleich mal nach. Ja, mit Namen hast du es ja nicht so, ne? Ja, ich lese das einmal auf Facebook so. Und dann. Ich rate, was da steht. Er reimt sich das zusammen, was es eventuell heißen könnte. Also, siehst du, apropos, ne? Wir haben ja heute auf unserer Facebook-Seite auch eine geile Mail bekommen. Absolut top. Also, so wirklich authentisch formuliert. Gesagt habe, Mensch, der Junge, der muss eindeutig reisen. Basti! Basti heißt der. Pass auf, ich lese euch die Frage vor. Darf ich bitte eine Frage haben? Finde den Fehler. Ja, ich hab ihn jetzt geschrieben, ich hätte auch gerne eine Frage, aber man kann nicht alles haben im Leben. Na, hättest du gesagt, darf ich eine Antwort haben? Also was mir mal aufgefallen ist, so manchmal nichts gegen die ganzen LS-Communities, aber manche Leute, die da unterwegs sind, denkst ja auch, also irgendwas haben sie verpasst von 6 bis, weiß ich, 16 Jahren, also irgendwie so ich, also sind ja auch liebe nette Leute, aber manchmal denke ich mir so, alter Schwede, alter, also auch, Also gut, ich bin vielleicht ein bisschen geprägt dadurch, weiß ich, dass ich wirklich Abitur gemacht habe und auf die Uni gehe, da ist man ja, da klar ist das manchmal der Umgang, nee, nicht eingebildet, aber gut, da ist trotzdem sagen wir mal das Niveau vielleicht von der Sprache anders als sagen wir mal, von anderen Leuten, die halt sagen wir mal, in Anführungszeichen jetzt keine hohe Schulausbildung genossen haben, aber man kann sich doch trotzdem normal unterhalten. Ich habe deine Home-Metal-Videos gesehen, also... Best... Nein, aber jetzt zum Beispiel, weiß ich jetzt, trotzdem manche Leute, sich einfach nur mal auszudrücken oder zu schreiben, einfach deutsche Rechtschreibung in dem Sinne, das ist, egal auf welcher Schule man war, ob man auf einer Sonderschule war oder ob man auf hochbegabten Gymnasium ist oder sowas. Bloß
Also das ist. Sag mal so, da kann man ja noch ein bisschen den Kontext ja auch verstehen, aber manchmal ist ja auch die Rechtschreibung an sich sowas von katastrophal. Also meine, gut, klar, manche Wörter, okay, aber du liest das durch und denkst, Alter, dein Ernst? Also, das ist dann schon so verstückelt und geschrieben, da denkst du, also irgendwie macht er das jetzt aus, macht er das extra oder ist das wirklich sein Ernst? Fahrer gehabt, der hat bei uns Umfuhr gefahren im Berg, wo ich jetzt arbeite, ne? Staplerfahrer. Ja. Der musste halt gehen, weil er halt auch viel Bruch gefahren hat und halt mit seinen Arbeitskollegen halt nicht so klar kam, wie er sollte. Und da hat der Kollege, der jetzt da, wir haben halt in zwei Schichten gefahren, immer 12 Stunden, hat der von dem eine Nachricht gekriegt. Also, ich weiß nicht, ob der Ding und Klatschen in der Schule hatte, ich glaube, da hat er dann auch noch bei gefehlt. Büro zum Beispiel hat er Berhto geschrieben. Ach du Eier, Büro. ja. Das ist auch, das ist eine Kunst aus vier Buchstaben. Dann 14 Fehler. Rechtschreibfehler. Also so ungefähr, weißt du? Also alles Kraut und Rüben, ey. Also man muss sich das halt zusammen denken, was das denn O ergeben soll. aus dem Kontext schließen, ne? Fremdsprache neuer Lehr. Vielleicht war es auch die neue Rechtschreibung, man weiß es nicht. Wir haben ja mittlerweile die neue Rechtschreibung. Das glaube ich auch. Es gibt halt schon Pflegefälle, aber es gibt halt auch sehr katastrophale Menschen, ja. Ich sag mal so, es kann nicht jeder halt 100 Watt Birne im Kuchenleuchter sein. Es muss auch halt auch 5 Watt Birnen geben. Aber manche sind ja noch nicht mal hell wieder. Wie gesagt, das sage ich auch nicht, aber das ist manchmal, also für mich, also besonders wenn man eine Schule besucht hat, egal welche Form, ist das wohl doch das Gängigste, dass man da ein bisschen normal schreibt oder jedenfalls ein bisschen, dass man es verstehen kann. Aber bei manchen ist das echt, du denkst ja echt, wo waren die gewesen? Also, wo, Ja, es kann ja drauf an, wo du herkommst. Ne? Ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo in irgendwelchen Ghettos, wie zum Beispiel Berlin-Marzahn, aufgewachsen bist, ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber. Oder Oranienburg. Ja, ist noch nicht so schlimm. Oder Bayern. Ist ein ganz anderes Land. Ja. Akzeptieren die nicht, die akzeptieren uns nicht, also wenn man das Bruder als Gegenseitigkeit. Aber ich sag mal so, jeder sollte eigentlich seine Muttersprache einigermaßen beherrschen. Das wäre vom Vorteil. Ja, gut, das ist. Auch mit dem mit der Grammatik so satzbaumäßig, gut, da das ist schon manchmal, wenn man da was verdreht, okay, aber wie gesagt, manche sind Spezialisten dafür, wirklich aus dem Satz, keine Ahnung, Hieroglyphen zu machen. Entweder vom Wort her mit den tausend Fehlern, wo du nichts mehr verstehst, oder wirklich den Satz so umdrehst, wo du denkst, Halleluja, was will der jetzt wirklich von dir? Also, dass dann vom Kontext auch nicht mehr zu verstehen ist, dass da. Aber. Naja. Deswegen, dein Kandidat, den du gerade vorgelesen hast, der ging ja noch. Man wusste, was der möchte. Der wollte halt, ob er eine Frage stellen darf, so ungefähr. Darf ich eine Frage haben? Naja. Hoppala, ich bin rausgefallen. Wenn es natürlich ein Ausländer ist, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle. Ja,
Wie gesagt, deswegen, da finde ich noch ganz okay. Man weiß, was er wollte, aber es gibt, wie gesagt, schlimmere Spezialisten dafür. Ja, richtig. Ja, das ist das da bei dem hat alles angefangen. Doch da muss man sich jetzt mit anmelden, in dem Sinne mit Handynummer und sowas. Deswegen sind dann viele Leute auf Meglo umgegangen, weil sie das dann umgehen wollten oder halt keine Lust darauf hatten und ja. Teilweise lustig. Also wie gesagt, das ist ja eigentlich erfunden wurde, um dass fremde Leute miteinander sprechen. Weil man geht ja nicht auf die Straße, um irgendwann anzuquatschen, der wird denken, was bist du für ein Verrückter, sondern wirklich, da ist es halt, war die Grundidee gewesen, als Plattform, einfach noch mit fremden Leuten, auf der ganzen Welt halt vor allem, war eigentlich da im Prinzip gewesen, dann wird das natürlich unterteilt zwischen Sprachen, dass man halt dann mit jedem möglichen quatschen kann. Und dass man einfach, wie gesagt, wildfremde Leute trifft, redet und dann weiter macht und den nächsten trifft so ungefähr. Mit dem man, auf den man Bock hatte. Ja. So war das Grundprinzip. Ja, kann passieren. Deswegen, aber ich bin inzwischen da hart gesotten, mein Güte. Also, das Lustigste, was ich heute auch wieder gesehen habe, halten die wirklich ein Schild? Also, anstatt jeder normale Mensch würde sagen, also ein Schild in die Kamera halten, damit den ganzen Penissen, also, willst du mal einen großen Penis sehen? Nein, jeder hält ein Schild davor, willst du mal einen kleinen Penis sehen? Denke ich mir, was läuft bei denen da schon schief? Also, wer stellt denn diese Frage? Das ist ja schon auch schon sehr seltsam. Weil jeder, es liegt doch in der Natur des Mannes zu sagen, ja, wer hat den größten? Und dann hängt die so ein Schild da aus, wer hat den, willst du meinen kleinen Penis sehen? Und ich mir so, hä? Irgendwas. Wie gesagt, das ist gerade so ein bisschen im Hype. In dem Sinne, was heißt Hype, das gab es schon lange, die das gemacht haben. Da gibt es schon auch andere Sprachen halt, die wirklich da das nur machen, das gut fuppt, aber irgendwie im Moment ist halt gerade mal so einfach mal so Abwechslung, weißt du, einfach mal so gucken, ja. Das Lustige ist, im Moment sind auch viele Leute unterwegs, die nur nach YouTubern suchen halt, weißt du? Das ist halt auch das Lustige. Boah, weißt du, wie oft ich das höre? Ey, boah. Obwohl ich keine. Also heute habe ich eine getroffen, die habe ich schon mal im Video drin gehabt. Also das war. Die meinte, ich kenne dich doch. Ich so, als ob du mich kennst, nie im Leben, weil ich habe die gar nicht wiedererkannt. Und doch, doch, du bist der Chefkoch. Ich so, was? Ich habe schon echt einen Schock bekommen. Das war seltsam gewesen. So, sonst kennen das ja aber nur die großen Leute, die da sich so wiedererkennen, die nicht eine Minute sein können, bevor sich da 30.000 Leute auf die stürzen und halt die wiedererkennen. Und das war schon irgendwie ein lustiges Gefühl. Dich erkennt einer wieder hier unter weiß ich wie viele Tausend. War seltsam auf der einen Seite. Genau, mit der Fake-Cam oder sowas, ja. Ja. Ja, aber man muss halt, wie gesagt, man.
Warte, du kannst gerade überlegen, dann moderiere ich gerade ab, weil sonst beschwert sich das beide. Ich bin jetzt schon auf 30 Minuten gekommen. Das muss er, das leidet seine Internetleitung wieder so viel darunter. Ja, okay, mache ich sofort. So, und wie gesagt, wir sind schon wieder auf über unsere Zeit. Und ja, dann ist hier uns das beide beschwert sich wieder beim Angucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir machen noch das Feld hier fertig bei diesem Dreckswetter hier. Und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen mal wieder. Ich hoffentlich mal ein bisschen mehr wieder von Landwirtschaftssimulator. Aber wie gesagt, es ist gerade ein bisschen mau hier, schlechtes Wetter, auch Adventszeit sind viele Leute oder viele Leute von unserer Community unterwegs. Also, naja, euer Chefkoch, bis dann, ciao, ciao.